Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man ein Append-Node einsetzt, um Strings variabler zu gestalten. Lasst uns loslegen. Hier, ich bin im Unreal Engine 5 Third-Person-Character-Template. Dazu geben wir Folgendes. Wir bearbeiten ein String-Variable. Es gibt verschiedene Blueprints. Ich gehe in den Level-Blueprint, klicke hier drauf und definiere erstmal eine String-Variable. Die String-Variablen können wir hier links definieren. Da gehen wir hier auf das Pluszeichen und geben eine Variable Name. In dem Fall ist es, ja, ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Namen für Spieler. Ja, ist eigentlich egal. Enter. Hier könnt ihr eure Variablen-Type einstellen. Es gibt die gängigen Boolean, Float, Name und hier ist der String. Genau, das wollen wir, String. Wir gehen auf Compile. Und sobald wir auf Compile gehen, können wir hier auch einen Wert zuweisen zu dieser Variable. In dem Fall gebe ich hier ein, ja, meinen eigenen Namen, Fatih Gensch. Enter. So, im letzten Video hatten wir Folgendes gehabt, im Begin Play. Sobald das Spiel beginnt, benutzen wir einen Node, der sich PrintString nennt. PrintString ist, es ist so ein Debug-Tool, mit dem Hilfe wir im Bildschirm, nachher im Viewport etwas ausgeben, Zahlen, Zeichen, Strings in dem Fall. So, der Inhalt dieser Ausgabe soll der Inhalt der Variable sein. Dazu verbinden wir hier diese beiden Punkte und damit ist diese Variable mit diesem Node, mit dieser Aktion quasi verbunden. Jetzt weiß auch der PrintString, okay, aha, ich muss diesen Namen eingeben. Jetzt können wir aber auch variabel gestrandete Strings, das heißt Wörter hinzufügen oder Wörter von einem anderen Variable zusammenfügen. Das geht mit dem Append-Node. Der Append-Node ist ein Teil von String-Methode. Den könnt ihr, also ihr könnt zum Beispiel hier erst einmal die Verbindung unterbrechen, indem ihr Alt gedrückt hält und einer dieser Verbindungspunkte mit links draufklickt, dann habt ihr es unterbrochen. Jetzt zieht ihr hier eins raus und schreibt hier rein Append. Append. Ah, ich zeige euch vorher etwas anderes, wie es normal aussehen würde. Das verbinden wir wieder, gehen auf Compile, drücken hier auf diese drei Zeichen und New Editor Window. So, sobald ich hier drauf drücke, müsste der Inhalt vom Name für Spieler erscheinen im Bildschirm. So, genau, Fatih Gensch hier. Ja, das ist der Clou. Es wird spannender. Jetzt unterbrechen wir erstmal. Jetzt möchten wir Folgendes. Wir wollen ja auch das ändern von Namen Fatih Gensch zu Name Doppelpunkt. Ja? Dann verbinden wir das noch einmal, gehen auf Compile, nochmal auf Play und dann steht hier Name. Jetzt kann es sein, dass in einem anderen Bereich, in einer Excel-Tabelle oder in einer anderen jeglichen Art von Tabelle, hier Listen, Enum-Listen, Namen eingetragen sind, unterschiedlich für unterschiedliche Spieler. Und um diese zwei Sachen zu verbinden, um diesen String mit dem anderen Namen zu verbinden, nimmt man Append. Also man fügt quasi aus einem zweiten Bereich die Informationen an. Da gehen wir auf Append, Enter, genau. Jetzt haben wir Folgendes. Das unterbrechen wir einmal. Jetzt haben wir als erstes im A-Bereich, was als allererstes kommt, ist der Name für Spieler. Das heißt, hier steht Name. Ja? Und als zweites, was möchten wir? Wir möchten den tatsächlichen Namen. Ja? Entweder können wir das zu einer Variable abspeichern und hier nach Belieben eine Variable setzen. Oder man kann auch es direkt hier eintragen. Da gebe ich erstmal ein Leerzeichen an, damit auch ein Abstand zwischen A und B herrscht. Und dann gebe ich ein, ja, Max Fritz, ja, Enter, genau, und der Ausgang hier ist quasi diese zwei Nodes zusammengeführt. Also dann ist dieser Node, der Ausgang geht dann quasi in den InString, ja. Jetzt gehen wir auf Compile, ja, ist immer wichtig, bevor man überhaupt etwas startet, auf Compile zu gehen. Zu klicken und jetzt auf Beginn, also auf diesen Play, und ja,
Name, Doppelpunkt Max Fritz, ja. Können wir auch ein bisschen verlängern. 4 Sekunden. Ja. Name ist Max Fritz. Genau. Und so kann man ein Append-Node nutzen. Es gibt natürlich viele andere String-Methoden von Unreal Engine. Die findet man unter anderem in der Liste Utilities hier, wenn man ganz runter scrollt. Ja, hier Utilities. Gibt es alle möglichen, also Casting, Animation, Array, Funktion, Enum-Listen. Ja, und hier unten ist String. Ja. Und hier kann man alle möglichen Arten von Strings anpassen, modifizieren. Ja. Und hier ganz oben ist Append. Ja. Genau. Das war es soweit für dieses Video. Wenn ihr Fragen habt, dann lasst ruhig einen Kommentar. Und wenn ihr auch besondere Wünsche habt hinsichtlich Videos oder Fragen, dann könnt ihr mich gerne fragen. Ja, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.